Hallo, herzlich willkommen zurück zu Teil 11 von The Inner World. Nein, falsch. Ach, von The Survivor Rusty Forest. Jetzt habe ich doch glatt. Ach, die Worte verwechselt. Undramatisch. Wir sind in unserem Häuschen, was vorangeschritten ist. Ich habe einen kleinen Elefanten bei mir. Ja, ist nicht Benjamin Blümchen, klingt aber so. So, wir brauchen Fußböden. Wir brauchen Fußböden. Das läuft auf einmal so flüssig heute. Es ist noch relativ kühl, das Telefon. Wir brauchen Fußböden. Wir brauchen Fußböden. Wir brauchen Fußböden. Und zwar sind das die Floors. Dafür brauchen wir Wooden Planks. Und Wooden Planks war, glaube ich, weiter unten. Wooden. Da. Können wir bauen. Machen wir ein paar. Sieben Stück. Sieben Stück. Wir machen mal schnell die. Genau, eine Treppe. Eine Treppe. Und. Dafür brauchen wir weiter Holz. Wir brauchen also. Brauchst du das hier? Nein, das brauche ich nicht. Wir brauchen Holz. Warum brauchst du das nicht? Wir brauchen, was wir brauchen, ist immer Holz. Und jetzt? Wir wollten das jetzt hier. Wie wollten wir das denn machen? Moment, ich muss kurz gucken. Immer da, wo man hochkommt. Genau, dass man quasi im Kreis laufen kann. Also hier komme ich hoch und dann wäre hier. Ich falle ja immer runter. Die nächste Treppe. So, schau mal. Mein kleiner Benjamin Blümchen. Hier, gucke mal. Schau mal, da bauen wir eine Treppe hin. So. Auch diese wird wieder von Wänden umgeben sein, damit man. Toll. Ach, und man kommt sogar schon bis hoch. Schauen wir uns doch mal die Welt von oben an. Das ging natürlich früher bei Minecraft ein bisschen einfacher. Einfach Block auf Block auf Block. Da war man plötzlich in der 64. Ebene. Hier muss ich da Etagen bauen. Aber auch das würde mit den Treppen, wie es aussieht, ganz gut gehen. Jetzt sind wir also schon auf Höhe dieser Stromleitungen. Wir können, wie weit können wir denn schauen? Wie weit können wir denn schauen? Es ist ein ganzes Stück. Wir werden noch ein paar Bäume fällen. Hey Benjamin, magst du zu mir kommen? Mein kleiner Elefant. Was musst du hochschmeißen? Ah, hier werden Dinge umhergeworfen. Ich hatte ja gedacht, mein kleiner Co-Moderator moderiert hier mit. Und erzählt, wie schön wir die Äste vom Baum abschmeißen, also abschlagen. Ich muss ein wenig versuchen, deutlicher zu sprechen. Das habe ich mir ja nun schon sehr lange vorgenommen. Es wird ein wenig genuschelt teilweise. Ja, die mich kennen, die verstehen das. Alle anderen sollen es aber auch verstehen. So. Wir brauchen ganz viel Holz. Wir fällen viele Bäume. Die fallen um. Es sieht grafisch im Moment recht gut aus. Es läuft flüssig. Also ich habe festgestellt, ich kann wirklich nur so 20, 25 Minuten am Stück drehen. Dann wird das Telefon so heiß, dass die CPU gedrosselt wird. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, die zu overclocken. Aber da habe ich Angst, dass ich mir das ganze komplette Gerät zu sau mache. Deswegen geht es wirklich nur immer mal 20, 25 Minuten aufzeichnen, Aufnahmepause machen, Akku aufladen natürlich. Na, wir sind noch nicht so weit. Wir brauchen noch ein bisschen. Wir fällen noch ein paar Bäume. Schau mal. Da hinten sind, da laufen Wölfe. Und ich habe einen Bär gesehen bei der letzten Folge. Apropos bei der letzten Folge. Ich hatte versprochen, ich schaue mir an, ob das mit dem Multiplayer funktioniert. Tut es noch nicht. Was ich weiß, aber, dass es den Spielstand nicht beeinflusst. Er versucht dann also wirklich, sich auf sämtliche Kontinents. Also auf A1 zu wählen, Europa, Asien, Afrika, überall.
Und er bekommt keine Verbindung. Ich denke, das ist nur in Vorbereitung im Moment. Das wird aber kommen. Und da bin ich, wie gesagt, darauf sehr gespannt, wie das dann ablaufen wird. So. Aber muss man doch mal sagen, sieht das nicht schon schick aus? Vor allem ist es wirklich von weit schon sichtbar. Ja, wir hatten noch ein paar. Die Survivor-Folgen werde ich einfach nicht täglich drehen. Alleine deswegen, es ist zwar immer schön, Leute beim Überleben zu schauen, aber hier ist einfach wirklich so, dass jede Version, jedes Update hier auch wirklich Neuerungen bringt, die auch merklich sind. Angela, merklich. Und deswegen macht es da durchaus Spaß, in jede Version wieder von vorne neu hereinzuschauen. Wir machen erstmal schnell drei Wände. Wooden Walls. Wooden, erstmal Planks. Ach, das ist schön, mit ein paar Bäumen gefällt. Ist mal ratzfatz ein paar. Wir heben mal noch 10 auf. Ich weiß nicht wofür, aber man braucht die garantiert. Wände. Wände. 1, 2, 3. Das sind die, zum Treppe hochgehen. Und dann, naja, 2 noch. Und dann haben wir noch ein drittes. Noch 4 Nägel. Reichen die noch für ein Fenster? Für ein Fenster? Nein. Auch da immer. Also man braucht für alles 8 Nägel. Wo bekomme ich denn jetzt Nägel her? So, so. Und hier genau das gleiche. Wir bauen Wände. Wir bauen Wände. Hey, mein kleiner Co-Moderator, was machst du denn da? Ach, ich habe das Gefühl, mein kleiner Co-Moderator interessiert sich heute gar nicht für das Spiel. Er zerlegt lieber Styropor. Dann wohl mal etwas den Staubsauger schwingen. Dann werde ich ein Let's Play des Staubsaugers machen müssen. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wie war denn das? Ich weiß es gar nicht. Fenster. Da ist ein Fenster. Dann ist hier eine Wand. Genau, so machen wir das auch. Fenster, Wand. Dahin ein Fenster. Da über dem Fenster eine Wand. Da über dem Fenster auch eine Wand. Genau. So. Okay. Jetzt sind wir mittlerweile wirklich bei einer Höhe, wo man nicht mehr runterspringen sollte. Sollen wir es mal probieren? Was passiert denn da? Wie schwerwiegend wird die Verletzung sein? Wir schauen. Ich brauche erstmal Nägel, dafür brauche ich Eisen. Wie sieht denn das aus? Eisentechnisch haben wir noch Eisen? Nein. Nein. Wir haben 34 Eisen allerdings, wenn ich es richtig sehe, dann heißt das, wir können Nägel machen. An der Werkbank. So. Wir machen Nägel. Und weiter Nägel. So viel Nägel, wie wir brauchen. Ach so, und dann dazu noch erstmal noch drei. Warte mal, noch drei Floors? Ich glaube noch drei. Ach, Eisen. Falsch. Wooden. Eins. Och. Dann brauchen wir Holz. Irre, wie viel man hier so an Werkstoffen braucht. Aber wir haben hier noch einen. Da ist er schon. Noch eine. So. Dann brauche ich noch tatsächlich noch ganze zwei. Also Bäume fällen. Gehen wir erstmal Hasen jagen oder Hunde. Das siehst du doch gar nicht. Du spielst doch mit deinem Styropor. Du kannst das gar nicht sehen, wie ich jetzt die Hasen kaputt mache. Das
Du wirst böse, das entscheide ich. Du machst ja auch das Styropor kaputt. Und werde ich böse? Da sehe ich doch schon. Ah, ein Hund. Wir brauchen Holz. Ach, da ist auch ein altes Haus. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr, in welchen Häusern ich schon gewesen bin. Holz. Komm her, Wauwau. Komm her. Mies, 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 mies. Die Mieze mache ich jetzt auch kaputt. Doch. Miezi sind gut, aber hier kommt eine Miezi. Da ist keine gute Miezi. Guck mal, wie. Also, das ist nicht eine gute Miezi. Geh weg, Miezi. Böse Miezi. Das war keine Miezi, nicht? So. Wir, was haben wir? Guck mal, da ist ein Hund, siehst du? Oh. Da, hier. Und da, ach, es kommt auf mich zu an. Da hinten ist ein Hase. Oder ist eine Katze? Das da hinten. Ach, geh weg, Hund. Lass mich in Ruhe jetzt. Guck mal, gucke doch mal da. Was habe ich da hingebaut? Ein Haus. Ist das ein großes? Ja. Möchtest du da auch ein Kinderzimmer drin haben? Ja. Mitten im Wald. Hm? Aber wir haben gar keine Bäume mehr. Oh, jetzt. Ich bin da kein Trampolin. Ja. Wir haben keine Bäume mehr. Baum hast. Wo habe ich noch einen Baum? Da. Da, sollen wir den wegmachen? Willst du es mal probieren? Ich guck mal, ob der Hund noch kommt. Sieht ruhig aus im Gebälk. Möchtest du es mal probieren? Dann musst du einfach mal hier hinklicken, dann kannst du so laufen. Siehst du? Willst du mal probieren? Lauf mal. Ja, lauf mal zum Baum. Ich laufe mit. So, du musst loslassen. Du kannst, wenn du deine Hand davor hältst, siehst du es ja gar nicht. So, da ist ein Baum, ne? Dann hauen wir den um. Guck mal, wenn du jetzt hier auf die Hand drückst, da auf die Hand, drück mal auf die Hand. Super machst du das. Oh, jetzt kannst du loslassen. Sieh mal, jetzt fällt der Baum um. Und da auch? Willst du den auch kaputt machen? Mhm. Hm. Bist du mal ein kleiner Baumfäller? Das hast du prima gemacht. Und auch wieder kaputt, ne? Und den auch? Siehst du, wie schön die Rinde aussieht da? Die hübsch gemacht. Guck mal, da sind sogar Äste dran. Große Wurzeln, ne? Ah, ich brauche nur noch laufen. Ich sehe. Ah, du lenkst sogar, das machst du gut. Du wirst schon noch eine Axt kaputt machen. Denkst du nicht? Na, wer baut mir denn eine neue Axt? Na, ich nicht. Du nicht? Nee. Na, super. Gibt's hier im Wald noch jemanden, der mir eine Axt bauen kann? Ist die andere kaputt? Nee, die ist noch ganz. Die geht nicht kaputt. Guck, ich will mal schauen, ob das Loch schon fertig gebohrt ist. Ob das was? Ob das Loch schon fertig gebohrt ist? Ich habe doch hier gar kein Loch gebohrt. Ah, drei Etagen mittlerweile schon. Das wird ja anstrengend, das hier hochzulaufen. Ach, und ich wollte... Ach, Mann. Ich muss ja erst die Fußböden bauen. Ach, je, oh je. Sind wir ein bisschen... So, so. So wirkt ein bisschen irre jetzt, wie man hier so... Wie man hier so rumrennt. Ey, ob das hier auch ein Horrorspiel sieht, so schön gruselig. Ah, nicht kaputt machen. Wir wollen bauen. Wir brauchen Wooden Planks. Wir brauchen Planken. Geh über die Planke. 17 Stück? 17. Zwei Fußböden. 1, 2. Und dann... Zählst du auch mal mit mir mit? Wir brauchen noch Holzwände und Fenster. Wir bauen mal 5 Fenster. Kommst du mal zu mir und machst die? Ach, geht ja gar nicht. 1, 2, das war's schon. So, ach, zu viel versprochen. Da wird nichts draus. Ich sollte vielleicht einfach langsamer laufen, nicht so schnell rennen hier. Ja, die Steuerung. Eigentlich könnte das durchaus ein bisschen größer sein, das Rad, damit man nicht so sofort schnell rennt.
sondern. Oh je. Ich werde eben wie ein Trampolin beklettert. Oh, habe ich jetzt ernsthaft zwei hier hingebaut? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe hier ernsthaft, ich glaube, ich habe zwei Fußbünde hingebaut. Das finde ich erstmal raus, indem ich die einfach nochmal kaputt mache. So wird es halt mal sein. Das war jetzt. Das war doof nun. Tatsächlich. Ich hatte zwei Fußböden eingebaut. Also muss ich jetzt nochmal einen neuen bauen. Dafür brauchen wir wieder Holz. Also ich. Wir werden jetzt erstmal den ganzen kompletten Wald abroten hier. Kann ich Holz holen? Willst du Holz holen gehen? Machst du das mal? Dann hier, gucke, da sind Bäume. Was macht man denn mit dem ganzen Holz, wenn man das klein gemacht hat? So lassen. Wie so lassen? Na dann, Fell. Was macht man denn mit dem ganzen Holz? Verbrennt man das? Ja? Oder baut man damit ein Haus? Nicht gut. Holz. Reicht nicht, wir brauchen viel mehr noch. Wir brauchen bestimmt 1000 Holz. 3, 4, 5. 5 Mal hast du draufgeschlagen, ne? So, wollen wir hier mal schauen. Wie oft schlagen wir da drauf? Warte, zählst du auch mal mit? Also und los. 1, 3. Also bist du schüchtern heute? Magst du, magst du nicht reden? Nein. Nein. Und da auch nochmal. Und da auch nochmal. Da. Du musst, oder? Warte mal, lass mal kurz los. Ja, dreh mal nach links. So. Nochmal und mach. Super. Prima. Wie viele Bäume haben wir jetzt schon gefällt? 1, 2, 3, 4, 5. Das waren 4, glaube ich. Okay, prima. Das sollte erstmal reichen für die Fußböden da oben. Könntest du haben, da sind 2. Mitgenommen. Ich hab's jetzt mitgenommen, ach, ja. Ach, wie das Haus sieht toll aus, ne? Hast du eine Brille auf? Eine Brille? Ja. Ich glaube nicht. So, aber ich glaube, dass wir jetzt die Fußböden noch schnell machen und dann Zeit für eine Aufnahmepause ist. Die 20 Minuten sind erreicht, das Telefon wird langsam heiß. Eine Folge ist quasi abgehandelt. Ungefähr. So, jetzt habe ich bestimmt wieder viel zu viel Holz gemacht. Wir wollten noch einen Fußboden brauche ich noch. Den haben wir ja fälschlicherweise dahingestellt. Zwei Wände, noch ein Fenster. Das wird schon irgendwie gehen. Gehen wir mal die Treppe hoch. Ich hätte gerne einen Fahrstuhl. Können wir hier nicht bitte einen Fahrstuhl bauen? Geht das nicht irgendwie? Das wäre doch toll. So, diesmal den Fußboden an die richtige Stelle. Dahin. Genau so. Dann Inventar. Wir haben 3 Fenster. Die Bretter hier, die kann ich nicht gebrauchen. Wir haben 2 Wände. Also, wir haben da eine Wand. Das bedeutet, jetzt, um das mal aufzuklären, dann brauche ich noch hier eine Wand. Dann brauchen wir, wie sieht es aus da? Wie war das? Außen eine Wand. Außen eine Wand. Dann heißt das, dort ein Fenster. Einen Vorsprung bauen wir erst in die nächste Etage. Ne? Hier steht jemand auf meinen Schultern, das macht es mir gerade ein bisschen schwerer. So. So, wir haben es geschafft. Möchtest du noch Tschüss sagen heute den Leuten? Wir essen noch schnell etwas. Rappen, rappen, rappen. Und runtergeschluckt ist. Satt sind wir auch. Also dann, sag Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, auch von mir. Wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn du möchtest. Auf Wiedersehen, bis dahin. Tschüss.